Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's dann gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende bis dato wirklich gut überstanden und seid vor allem gesund geblieben. Und damit ganz herzlich willkommen zu Ghost von Kianusch. 4 Minuten 6, auch so eine lange Nummer, holy shit. Liken, Supporters, come on. By the way, Like-Dislike-Verhältnis, unglaublich gut. Produziert ist das Ganze von Kianusch himself, sehr interessant. Und Chris Kobaye, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Boost-Album könnt ihr immer noch gerne vorbestellen. Promophase lag auf Eis. Kam nichts. Dieses große Statement von ihm ist online. Könnt ihr gerne abchecken. Da wisst ihr oder erfahrt ihr, warum es so war. Warum die Promophase jetzt wieder aufgenommen wird und dann halt so lange nichts kam. Checkt es gerne ab. Wenn euch das Video gefällt, aber nur wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, wie gesagt, Statement-Video könnt ihr gerne abchecken, falls ihr euch fragt, hey, warum das Boost-Album jetzt erst wieder, also die Promophase zum Boost-Album jetzt erst wieder aufgenommen wird, könnt ihr gerne abchecken. Kianusch Ghost, 4 Minuten 6, Abfahrt. Oh, Video von Orkan, schöne Grüße, genau. Nice. Drill, nice. Hab ich Kianusch schon mal auf Drill gehört? Ich weiß nicht. Sorry, Baby, muss los. Bei Nacht werden alle meine Jungs wieder zu go. Denke, der Kopf ist immer noch voll, mich jagt der Tod. Keine Lust mehr, denn das. Guck mal hier. Ich wollte noch nicht stoppen, weil die Hook jetzt noch nicht so ganz vorbei ist. Aber Krick, auch guck mal, wie er das betont: dieses Krick. Keine Luft mehr. Krick, keine Luft mehr. Denn das Wort gibt mir immer so. Kam von dem Job in der Lagerhalle zu Bamio. Oh. Bei Nacht werden alle meine Jungs immer zu go. Digga. Holy shit, warte. Digga, die Hook hat so viel Energie, weil Kianusch auch ein Künstler ist, der genau weiß, wie er seine Stimme wann einsetzen muss, damit die Hook so viel Drive und so viel Power hat. Guck mal, wie er hier diese Pause quasi von A- und B-Hook nutzt. Bei Nacht werden meine, wo er so ein bisschen zärtlicher, ein bisschen ruhiger, ein bisschen, ja, schwächer mit der Stimme wird, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Aber, und dann wieder, ne, zu Ghosts. Alle meine Jungs sind immer zu go. Digga, der Kopf ist immer noch voll, mich jagt der Tod. Krieg keine Luft mehr, denn das Wort geht mir mal so. Auch dieses, keine Luft mehr, ba, ne, auch dieses letzte Wort wird mit so viel Reverb groß gemacht, super nice. Hört mal hier drauf. Keine Luft mehr, denn das Wort geht mir mal so. Ich kam von dem Job in der Lagerhalle zu Bamio. Immer wenn ich Kopfhörer auf. Hook, Bombe. Also, kurz ein Fazit zur Hook, Bombe. Braucht man nicht viel sagen, oder? Partner. Immer wenn ich Kopfhörer aufsetze, bin ich wieder wie mit 12 in einem Project. Was soll aus dir werden, wenn du mit der Polizei und den größten Dope, der kann aufwächst? Geiler Flow, Bro. Jetzt wird gut. Ich sehe das schon wieder so. Ich werde wieder wenig sagen können, weil ich mich immer wieder selbst da ertappe, wie ich einfach sage, ist geil. Weil es einfach geil ist, ich würde den Song gern von Anfang bis Ende durchhören können, ohne Pause zu drücken. Leider bin ich da auf YouTube dazu gezwungen, ne? Wisst ihr Bescheid. Ohne Beamer, Benz und Rolex. Ohne dies Louis Vuitton. Guck mal, wie das laut. Ohne Beamer, Benz, Rolex. Kamen wir aus der Gosse und sind mittlerweile eine der krassen Show-Acts. Lass bam! Ellie Payne kommt so wie Wu-Tang. Kein Fake, rock the blueprint. Kartell wird zu einem Movement. Was jetzt schreit? Kein Fake, rock the blueprint. So, oh, Digga, wie er das Flow, Bro. Kianusch ist eine Maschine, Digga. Behindert. Movement. Was jetzt schreit? Auf dem Parkdeck meine Tracks für die vierte Platte im Quartett. Wir gehen in selbe Hotels, aber kein Kontakt mit Dora Starwell. Aber er hat diesen voll geilen Flow drin. Ba, 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 ba. Ba, 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 ba. Gepaart mit diesem Drillbeat, der by the way auch krass ist, ich weiß nicht inwiefern Kianusch da mitgewirkt hat, ich habe keine Ahnung, weil ich habe Kianusch als Produzent glaube ich noch nie oben im Titel stehen sehen, beziehungsweise irgendwo aufgelistet gesehen, ich habe gedacht, er beschränkt sich nur auf diesen künstlerischen Teil, oder aufs Rappen definitiv, Rappen, Singen, je nachdem, aber Digga, hört sich Bombe an. Oh, Pre-Hook, warte. Kontakt mit Dora Starwell. Ich schwör zum Ghost, Bruder, da draußen damals.
Ich komme von dort, wo die Reporter niemals hingehen. It's out of control. Oh, Digga, was passiert hier, Digga? Niemals hingehen. It's out of control. Jeder auf dort, bitte, was wisst ihr? Oh, Digga, ich weiß, ich stopp direkt beim Drop so. Ich möchte die Hook aber, wenn es geht, komplett durchhören am Stück. Wir haben jetzt hier eine Pre-Hook, die sehr melodisch angehaucht ist, die einen sehr krassen Kontrast bietet im Vergleich zum Rest des Songs, was wir im Part und in der Hook gehabt haben, was aber geil ist. Was geil ist. Man muss, also Leute müssen lernen so ein bisschen, dass Drill nicht immer hart auf die Fresse sein muss so. Natürlich ist es geil, natürlich hat es Luciano auch überkrass gefahren, aber dann auch mit diesen Vocal Hooks, wie wir bei Dreamer Drill oder so zum Beispiel hatten, hat er das super geil geswitcht so ein bisschen. Und hier, wenn er eine Stimme wie Keanu halt nochmal so einen melodischen Part in der Pre-Hook reinbringt und dann in die harte Hook switcht, Bombe. Sorry, Baby, muss los. Bei Nacht werden alle meine Jungs wieder zu go. Digga, dein Kopf ist immer noch voll, mich jagt der Tod. Keine Lust mehr, denn der Spot gibt mir immer Stone. Kam von dem Job in der Lagerhalle zu Bamio. Digga, ist böse. Bei Nacht werden alle meine Jungs immer zu go. Digga, dein Kopf ist immer noch voll, mich jagt der Tod. Keine Luft mehr, denn der Spot gibt mir immer Stone. Ich kam von dem Job in der Lagerhalle zu Bamio. Okay, ganz kurz zum Beat. Man hat nur dieses Synth-Pad drin, das wir am Anfang sehr schön alleine gehört haben, um halt wirklich so eine Drill-Atmosphäre zu kreieren, kann man das sagen, ja. Harte Kick, harte 808, die auch hochslidet, super, super geile Slides. Eine geile Snare, so wie man es von Drill kennt. Hi-Hats in diesem typischen Drill-Rhythmus. Auch schön links, rechts gepennt, damit schön viel Movement drin ist. Geil, zweiter Part, Abfahrt. Weiter ein in die Arena wie... Warte. Er hat auch immer einen geilen Einstieg in die Parts. Reite ein in die Arena wie CR7 bei den Red Devils. Next Level, ich hole diese ganzen Drecksäcke von dem Chefsessel. Baby, keine Zeit, ruf dich später an, ich sitze gerade beim Geschäftsessel. Bullen suchen nach Blackberries und einem Mac Tens in einem McLaren mit einem Bein. Oh, guck mal, ich mag das auch. Ich weiß, ich sag das öfter, aber ich mag das auch, wenn Künstler allein mit ihrer Stimme einen geilen Drop aufbauen können. Wisst ihr, was ich meine? Er fängt sehr, sehr ruhig im Part an und dann am Ende McLaren und dann auf die 1 quasi wieder super, super hart mit viel Druck dahinter. Kann nicht jeder. Nicht jeder hat diese Stimme oder dieses Können dazu, halt quasi diesen Drop so geil vorzubereiten. So. Super nice. Mit einem Bein in der Gefängniszelle. Blaulichter heiß wegrennen. Sie brauchen alle einen Ghostwriter. Ich brauch nur eine Jack Daniels. Sechsstellig für den Black nice. Phantom. Und auf einmal sind alle korrekt. Wenn wir dicke fette Steine um den Hals tragen, Bruder, die so groß sind wie der Grand Canyon. Die so groß sind wie der Grand Canyon. Ganz kurz zum Auto. Schönes Auto. Schönes Auto, definitiv. Ist es foliert? Safe, oder? Ey, super geiles Auto, ich sag euch, wie es ist. Sieht schön aus. Ist natürlich auch so ein Ding, was schon ein bisschen ausgelutscht ist. Also Mercedes generell haben wir in jedem zweiten Musikvideo irgendwo drin. Aber es ist zumindest keine G-Klasse. Bei G-Klasse wäre es sofort vorbei bei mir, wisst ihr Bescheid. G-Klassen hatten wir letztes Jahr, dieses Jahr in 95,3% jedes Musikvideos. Ich sag euch, wie es ist. Ich wurde zum Ghost, Bruder da draußen damals. Ich komme von dort, wo die Reporter niemals hingehen. It's out of control. Oh, Digga, das ist böse, böse, böse. Niemals hingehen. It's out of control. Jeder auf der Bitte, was wisst ihr? Sorry, Baby, muss los. Bei Nacht werden alle meine Jungs wieder zu go. Digga, dein Kopf ist immer noch voll, mich jagt der Tod. Keine Lust mehr, denn der Spot gibt mir immer Stone. Kam von dem Job in der Lagerhalle zu Bamio. Bei Nacht werden alle meine Jungs immer zu go. Digga, dein Kopf ist immer noch voll, mich jagt der Tod. Keine Luft mehr. Das ist böse, ich sag euch, also. Harter Song, ich sag euch, wie es ist, ganz hart. Oh, warte, ist genau, ich will nicht immer so lang dann am Ende noch reden, beziehungsweise auch nicht so viel überspringen. Wir haben die Hook jetzt schon zweimal gehört, deswegen habe ich es da getan. Ich möchte aber, dass das Video online geht und nicht gesperrt wird. Krieg keine Lust mehr, denn der Spock im Himmel macht so. Kam von dem Job in der Lagerhalle zu paar Millionen. Böse. Schönes Auto.
Boost könnt ihr nach wie vor gerne vorbestellen. Tut es auf jeden Fall. Link ist in der Beschreibung. Support ist Kamort. Das war Kianosch mit Ghost. Ich küsse euer Herz. Schönen Samstag. Peace.